Moin Leute, am heutigen Tag übernehme ich die Führung über einen Flughafen. Deswegen checke ich jetzt hier direkt ein. Airport Manager Games. Oh, guten Tag. Ah ja, die Passagiere sind nervös. Aber ich bin doch hier der Chef. Ah, jetzt muss ich die Leute einchecken. Ja, gib mal dein Passport. Jetzt nehme ich das Ding. Hä, aber ich habe doch gar nichts gecheckt. Ja, Glückwunsch. Ach so. Ah, jetzt mache ich hier... ja, sie wollen... Ja, Destination... Klasse... nur Klasse C. Ei. Ah, du sitzt... Oh, am Fenster. Oh, ich sitze so gerne am Fenster. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsplatz. Die Musik bei dem Spiel ist auch sehr gut. was mache ich jetzt? Ach so, jetzt wird sein Gepäck gescannt. Brudi, du hast einen Hammer und eine Gartenschere dabei, du Kranker. Das hier... Ja, das geht nicht. Ein Hammer auch nicht. Und Sachen zum Anzünden? Junge. Oh, die sieht schon kriminell aus. Guten Tag, Ma'am. Wo wollen Sie hin? Auch nach Hawaii. Okay, ich mache Ihnen erstmal den Stempel rein. Ei. Das sieht nicht gut aus. So. Achso, jetzt packe ich erstmal das hier. Großbritannien. Okay. Abgehoben. Einfach mal First Class am Fliegen. Aber leider im Gang. So, dann lassen Sie mich mal jetzt Ihre Tasche hier checken. Was haben Sie denn dabei? Ah, okay. Hier, ein Mordinstrument. Noch ein Mordinstrument. Oh, sag mal, was ist denn mit den Leuten los? Sind die alle rapsbescheuert? Oh, der. Also, ich würde niemals auf die Idee kommen. Boah, ey, ich hätte richtig Panik, wenn plötzlich irgendwie eine Schere oder sowas auftauchen würde. Da würde ich denken, okay, das war's jetzt. Ich wurde auch noch nie zu so einem krassen Gespräch eingeladen. Wisst ihr, manchmal werden hier... Also, nee, eingeladen ist das falsche Wort. Aber manchmal müssen die Leute dann ja mitkommen. Kommen Sie mal bitte mit. Und dann... Oh, Alter, dann gibt's den Dirty Check-up. So, jetzt mal bei dir. Was ist los mit dem... Was ist das hier für ein Flugzeug? Sag mal, und ein Löten hat er sich auch noch mit reingesteckt. Aber nun gut, ich glaube, die Aufgabe habe ich sehr gut erfüllt. Ich bin ein sehr guter Airport-Manager. Ach so, jetzt sind hier noch so andere Dinger. Ah, jetzt war ich beim Check-in. Cabin Clean-up. Airplane. Ja, ich muss jetzt hier einmal das Airplane clean. Oh, Boarding. Ja, Boarding startet jetzt gleich. Ah, ja, okay. Ich mache jetzt nochmal das Flugzeug sau. Ah, hi. Man kennt's. Das klassische Flugzeug, mit dem die ganzen Leute, die ich gerade eingecheckt habe, damit heben die gleich alle ab, Alter. Spritze ich hier. Ah, ja, da hat wieder jemand gekleckert. Sehr gut. Also, meiner Meinung nach ein Top-Game. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle ich dafür bezahlt habe, aber es ist geil. Guck mal jetzt hier, zack. Jeder, der sagt, dass das Spiel unrealistisch ist, ihr seid unrealistisch. Ganz ehrlich, so. Fertig. Arbeit. Ab. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, guck mal hier. Jetzt sind wir hier in der Werkstatt. Ja. Oh, jetzt wird hier nochmal ein bisschen gewienert. Oder wie das auch immer heißt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, guck mal, Alter. Guck mal, das glänzt richtig jetzt. Ui. Aber wann weiß ich denn, dass ich jetzt mit dem Polierer da... Achso, ah, guck mal. Ah, ich sehe jetzt hier 4 Sterne. Kriege ich noch den 5. Nee, irgendwie nicht. Na, ist auch egal. Dann wird jetzt poliert. Ja, sehr gut. Oh ja. Oh, das glänzt. Oh, das ist jetzt aber hier was ganz Feines. Ja, okay, auch 4 Sterne. Und jetzt muss natürlich noch aufgetankt werden. Ich glaube, ich mache das schon wirklich gut. Jetzt sind wir bereit for Takeoff. Guck mal, da fliegt er auch direkt schon los. Ja, perfekt. Oh, jetzt ist gut. Oh, guck mal. Oh, jetzt sind wir aber... Oh, jetzt geben wir Gas. Und Start. Sehr gut. Perfekt. Ja, man muss natürlich sich auch um das leibliche Wohl seiner Fluggäste kümmern. Am Flughafen ist es immer übertrieben teuer. So, guten Tag, Ma'am. Ah ja, ich packe Ihnen zuerst hier was drauf. Dann wollen Sie ein bisschen... Achso, das wird mir jetzt hier direkt alles angezeigt. Das ist hier... Was bist du denn? Warum waren Sie denn plötzlich so sauer? Mach doch mal nicht diesen hier. Kriegst du einen Apple Shake? Oh, das ist eine... Ah, das zeigt sie mir jetzt nicht an. Ketchup. Was ist das für eine Krabbe? Warum guckt sie denn so böse? Sag mal, raste doch nicht aus! Was ist denn mit ihr los? Du kriegst einen Shake? Also das... No front an dich, liebe junge Dame. Aber du... Also, gibt echt kein... Auch die Oma. Ja, hier einmal eine Pommes. Der ist korrekt. Yo, pack doch noch mehr auf deinen Burger. Einmal Chicken...
Poppers. So, und du, was willst du? Bam, bam, bam. So, 8 von 10. Ja, das krieg ich nicht mehr hin. Das schafft man. Win. 3 Sterne. Jaha. Aber sowas von lecker Schmecker. Tipptopp. So, die Leute sind eingecheckt. Jetzt muss ich nochmal kurz die Kabine putzen. Oh ja. Was, hat da jemand auf den Stuhl gekotet? Apropos Kot. eine super neue Folge vom Kottbruder Podcast ist jetzt für euch dabei. Wenn ihr da mal reingucken hören wollt, geht auf kottbruder.de. Da gibt's tolle neue Folgen, hoffentlich. Ich hoffe, es gefällt euch. Ah, jetzt wird hier schön geschrubbt. Ja, hier. Ich weiß nicht, wann dieses Video hier online kommt. Aber die zweite Folge, für diese Folge möchte ich mich schon mal entschuldigen. Das ist aber auch jetzt nicht so wirklich meine Schuld. Manuel hat die ganze Zeit über Scheiße geredet. Ja, also diese Folge. Also das war... Also die zweite Folge ist schon... Ja, ist eine ganz spezielle Folge. Ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen, falls sie den einen oder anderen von euch ein bisschen verstört. Gibt's auf Spotify, Google Podcasts hoffentlich, Apple Music. Connect Lines. Oh, jetzt, was ist denn Connect Lines? Oh, was mache ich denn jetzt hier? Ah, ich bin Fluglotse. Ja, okay. Hab ich das gut gemacht? Hier, bam und runter. Sehr gut. Hier längs, hier längs, hier längs. Alter Schwede, wie schlau ich bin. Das ist ja... unfassbar. Und nach da unten. Wow. Hier längs. Hier. Zack, Alter. Aber es wird wieder ein Punkt kommen, wo ich ganz genau weiß, dass ich dann wieder... Aber das sieht gut aus. Wann bin ich denn jetzt fertig mit dem Spiel? Ist jetzt... Geht das unendlich lange? Oder wie sieht das aus? Also bis dato komme ich noch mit. So... Ja, sehr gut. Hier rum. Leute, wann ist denn jetzt mal... Wann ist... Muss ich Game Over gehen oder was? Oder wann ist hier Game Over? Oh, da habe ich jetzt... jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber das kann ich auch wieder... Hä? Das Grüne... Achso, das Grüne geht... Yeah, alles gut, wusste ich doch. Nee, wie geht das denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt... Da komme ich ja nicht längs. Ah, warte. Ah, ja, wusste ich gleich. Gelbe geht hier, das da. Ey, was denn jetzt? Hallo, warum hast du... Ach so. Ah ja, ja, hier und da. Ich habe doch jetzt hier wirklich alle Level abgeschlossen. Oh, nee, das geht nicht. Ja, das geht. Also, hier muss ich nur darum. Ja, ja, sehr gut. Und rein da. Da sagt noch mal jemand, ich hätte keinen hohen IQ. Ist halt einfach ein Spiel für Kinder. Ah, warte, so rum. Und dann hier und den da links. Mann, ich gehe jetzt home. Are you sure? Nein, no, progress not lost. Okay, okay, ich darf scheinbar hier nicht raus. Ah, warte mal ab. Ich mache das so und dann mache ich hier so. Und dann kommt der dahin und das dahin. Ich hab's geschafft. Ja, 3 Sterne. Ich bin gut. So, Check-in, Free Shop. Was ist denn Free Shop? Enjoy is Shopping. Achso, hier kann ich ein bisschen shoppen, oder was? Ah, so ich arbeite im Duty-Free-Laden. Ah ja, einmal das, dann geht's rüber. Wie komme ich rüber? Achso, ah, da muss ich hier hin. 1, 2. Oh, nee, nur ein. Ja, ist zu spät, ist egal. Dann das mit den Hasen. 1, 2, 3 Hase. Hä, hey, aber ich soll noch einen von denen. Ach so, das ist wie viele. Ah, okay, okay. Hier ist ein leckeren Drink. Und 3 Handtaschen. Junge, wer kauft denn 3 Handtaschen? Ja, ich hab's geschafft. Danke. Exit. Schnell raus hier. Ah, ich bin an der Kasse. Guten Tag, Ma'am. Ja. Ah, das war's schon. Ja, congratulations. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass das auch eine Aufgabe ist. So, ich habe jetzt alles gemacht, außer, dass ich jetzt nochmal, dass ich Doktor bin. Dr. Paletto. Medical attention is sometimes needed on the board. Ah, ja. Was haben sie denn? Ich werde ihn erstmal Fieber messen. Oh, ja. Das sieht nicht gut aus. Aber das ist kein Problem. Ich gebe ihm erstmal einen Zaubertrank. Und aber auch erstmal die Temperatur senken. Und Zaubertrank. Trink doch den Zaubertrank! Danke.
So, wieder gesund. Sehr gut. Ich höre erstmal ab. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Herz, das schlägt nicht mehr. Wir müssen ihn das Herz rausoperieren. Das machen wir hiermit. Ja. Okay, Sie haben Glück. Es muss doch nicht rausoperiert werden. Ich gebe Ihnen einfach eine Superspritze. Und dann ist auch alles wieder, dann ist alles in Ordnung. Da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. So, bei Ihnen gucke ich jetzt mal. Ja, ich messe erstmal den Blutdruck. Ja, sieht alles gut aus. Da schießen wir Ihnen erstmal ein bisschen Luft ins Mull. Ja, sehr gut. Und dann kommen Sie nochmal direkt an den Tropf. Da lüben wir ein bisschen frisch gezapftes Blut rein. Ja. Auch guck, da ist sie direkt wieder glücklich. Und ich hab's geschafft. Hier, Ass rein. Ich hab das Spiel durchgespielt. Ich bin der beste Flughafenmanager der Welt. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da, denn das war's mit dem Video. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal. Schaut auch gerne auf paluten.shop vorbei, genauso wie auf kottbruder.de für den Podcast. Und Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.